Patrick, kommst du mit den Öffentlichen noch mal zu spät, stellst dich dann in eine Kabine und brüllst, es lebe die S-Bahn. Oder wie der Spanier sagt, viva la España. Dann knallt's. Andi, weißt du noch, genau vor 5 Jahren, da habe ich dich als nachtragend bezeichnet. Ja, und in Dortmund ist halt auch Rosenmontag. Mhm. Der BVB-Trainer hat nach dem Aus bei den Rangers gesagt, ja, Riesenenttäuschung, Europapokal, Champions League aus, jetzt haben wir aber ja noch die Bundesliga. Der klingt auch ein bisschen wie Armin Laschet im Kanzlerduell. Fang mal an aufzuräumen, Rose, bevor sie dich da irgendwie aussortieren. Der wirkt auch so zielstrebig, der Rose, der geht auch beim Nanunana einkaufen und sagt, ich suche was ganz Bestimmtes. Aufräumen ist halt nicht so seine Stärke. Ich glaube, der Rose kommt auch in eine Kabine und sagt, sag mal Männer, nadelt euer Weihnachtsbaum mittlerweile auch so im Wohnzimmer? Stefan, willst du hier auf dem Platz Verstecken spielen? Dann arbeite doch im Baumarkt! Ja, und bei den Bayern, Robert Lewandowski, neue Trainingsmethode. Stellt sich 25 Meter vom Tor entfernt. 5 bunte Hütchen so auf. Fitnesstrainer macht Ansagen, rot, gelb, blau, blind. Und dann sprintet er hin und bofft danach aufs Tor. Das klappt bei uns jetzt so semi, weil viele von uns auch mit den Farben so. Also für unseren Andi! Für den Andi spielt Dortmund jahrelang schon in grünen Trikots. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir stellen 25 Meter vom Tor entfernt, 5 Schnapsflaschen auf. Und die Gitte bei uns aus dem Vereinsheim, im Stress, heißt das. Ne? Weil dann alle immer sagen können zu ihren Frauen, wir haben keine Zeit, wir sind im Stress. Die Gitte im Stress, im Vereinsheim, die brüllt dann immer aus dem Fenster, wenn du läufst. Ferdinand Branka, Sambuca! Da musst du immer so einen riesen Schluck aus der Flasche nehmen. Und wenn du dann mit dem Ball aufs Tor läufst und triffst das Ding auch noch, dann hast du bei der Übung vorher was falsch gemacht. Andi und Stefan, ihr geht mir nicht mehr zusammen ins Hallenbad, ne? Weil der eine den anderen immer komplett runterzieht. Ja, und bei Thomas Müller läuft wieder Corona. Zum zweiten Mal, 3-mal ist er geimpft, also steht es jetzt 2-3. Die Frage ist, gibt es noch ein Unentschieden? Geht der Müller demnächst zur Blutspende? Dann kannst du aus der Blutspende kannst du direkt einen neuen Impfstoff gewinnen. Christian! Du bist mittlerweile so größenwahnsinnig, du kommst hier vor das Stadion gefahren, alleine im öffentlichen Omnibus und sagst, ich bin mit der Limousine da. Ja, und beim Nordderby HSV Bremen, 2-mal Videobeweis, 2 Elfer für Bremen, 2-mal Hand. Der Satz hatte beim HSV ganz lange eine andere Bedeutung. Ach, der Aaron Hunt. Auch schon die Karriere beendet, ne? Gestern HSV-Torhüter überragend. Ne? Hier, oder wie die österreichischen HSV-Fans sagen, früher war es Sven Ulreich und heuer Fernandes. Was der da geleistet hat, überragend. Ne? Jetzt geht DFB-Pokal geht ja noch. Ne? Kannst du einen Volkspark, kannst du schön Tee, Beans und Toast und ein paar so kleckerige Kekse liefern. Ne? Das sind englische Wochen. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hatte Karten für die Hochzeit des Figaro und kam zu spät, weil er die Kirche nicht gefunden hat. Aber beim Videobeweis frage ich mich immer, wenn der Schiri die Geste macht, ne, warum kommt dann vom Stadiondach nicht so ganz viel Lametta runter? Der Stadionsprecher brüllt, und hier haben wir den heutigen Gewinner des LED-Fernsehers, Dennis Aytekin. Und dann kommt so ein nackter Flitzer mit so einem Riesenpaket und überreicht dem Aytekin so einen Fernseher. Das Ganze mal so als Idee für die DFL für eine weitere Unterbrechung. Unterbrechung kommt ja von Brechen. Warum immer die Pause beim Fahren nicht einfach Kotzung? Wenn ich den ganzen Videobeweis-Scheiß sehe, ne, da frage ich mich immer, warum gibt's im Stadion kein Eis Flutschfinger als Mittelfinger-Edition? Kevin! Boah, der ist so hohl, meinte letztens zu einem Typen. Na, nicht noch ein hässlicheres Karnevalskostüm gefunden? Und der Polizist so, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Andi, weißt du noch, genau vor 5 Jahren. Patrick, kommst du mit den Öffentlichen noch mal zu spät? Gehst dann in der Kabine, stellst dich hin und 2-mal Elfer, 2-mal Hand. Hatte beim HSV auch eine lange, ja. Das habe ich jetzt hier auch probiert, das lief so semi, auch weil viele Farben blind sind. Und Scheiße. Stellt sich auf und ja, guten Morgen. Hier, HSV-Torhüter. Top. Oder wie die österreichischen Fans sagen, früher war es Sven Ulreich und heuer Fernandes. Der hat Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hatte Karten für die Hochzeit des Figaros und kam zu Boah, heute ist aber auch echt.